wir als Kreditinstitut, als Volksbank Mittweida sind ja mit Umsetzung der 7. MA-Risk-Novelle auch dazu verpflichtet, ESG-Kriterien im Kreditvergabeprozess zu erheben und auszuweisen. Deswegen ist meine Empfehlung an alle Leasinggesellschaften, sich intensivst mit dem Thema auseinanderzusetzen, was die eigene Zusammenarbeit mit Leasingnehmern betrifft, als auch für das eigene Haus. Und deswegen der Austausch innerhalb von dem Forum Nachhaltigkeit, innerhalb des Verbandes mit Leasinggesellschaften, anderen Leasinggesellschaften sich auszutauschen, mit Refinanzierungsbanken. Ganz wichtig, dort einfach das Netzwerk zu pflegen und sich auch Input von außen zu holen, weil es ist ein riesiges Thema und niemand soll und muss das alleine stemmen. Deswegen meine Empfehlung, sich mit dem Thema selbst zu beschäftigen und auch ESG-Kriterien fürs eigene Kreditportfolio der Leasinggesellschaft zu ermitteln und zu erheben und sich auch an gewissen Kennzahlen einfach dort zu orientieren und sich auch zu vergleichen. Und da sind wir auch als Volksbank Mittweida dabei, gerade da auch Nutzen zu stiften, um einfach auch Daten, die wir von den Leasinggesellschaften zu bekommen, dann auch zu sammeln, zu vereinheitlichen, um dann entsprechend auch Reportings an Leasinggesellschaften herauszugeben, damit sich eben Leasinggesellschaften von groß bis klein auch irgendwo wiederfinden und vergleichen können in dem Bereich.